war September und sowas nicht geplant. Da fällt aus dem Kalender sowas wie ein geschenkter Tag. Es war um kurz nach 13, da sieht er einen Blumenstrauß. Er konnte nicht dran vorbeigehen und räumt die ganze Bude aus. Und er ging zum nächsten Schutzmann und sagt, wollen Sie ein bisschen Liebe? Der sagt, kommen Sie mit, das kriegen wir hin, ich kenne da noch so ein paar Tage Diebe. Und der freundliche Schutzmann nimmt ihn mit in Bau. Sie sagen, herzlich willkommen. Und er sagt, reiß mal die Fenster auf. Denn was du gibst, ist was du kriegst. Ein Geschenk für Tag. September und sie schicken ihn aufs Amt. Da sitzen Leute auf Kakteen, er kriegt einen Zettel in die Hand. Und sie wollen seine Anschrift und sagen, bitte füllen Sie es aus. Er nimmt sich einen roten Buntstift und malt ihn das schönste Haus. Er malt über den Tisch und an die Wände den ganzen Gang entlang. Erst vielen Blicke, dann ihre Zettel und dann fliegen sie alle an. Und draußen auf der Straße, da steht der Schutzmann rum. Was kommst du mit? Ja, die anderen auch. Wir holen nur noch eben Blumen. Denn was du gibst, ist was du kriegst. Ein Geschenk für Tag. Was du gibst, ist was du kriegst. Irgendwann kommt's zusammen. Zeigt den anderen Tagedieben eine Gegend wie gemalt. Sie springen über eine Mauer, da steht ihr Haus im Park. Und ein dicker, grauer Mann liegt schnaufend auf einer Bank. Sie schreien, du brauchst Bewegung und wir gehen hier entlang. Sie springen von der Mauer auf den Fließband und fahren in die Fabrik. Und als sie wieder rausfahren, da kommen auch alle anderen mit. Und sie stürmen in den Festsaal am Dirigent vorbei zur Band. Und schreien, ey, wir haben ein neues Lied dabei. Und wir wissen, dass ihr es kennt. Und was du gibst, ist was du kriegst. Ein Geschenk für Tag.